Sie sind oft mehrere Stunden im Einsatz, oft auch zu Hause dann beim Videoschneiden, besprechen von deinen Fingern. Sie fangen oft dann schon an zu schmerzen. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie man schon vorbeugend die Finger trainieren kann. Hey, ich bin's wieder, Ludwig, dein Body Vital Trainer. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Also, ich zeige dir in diesem Video zuerst aufwärmen, mobilisieren und ein paar Workout-Übungen für deine Finger. Die erste Übung, die du machen kannst, abonniere bitte meinen Kanal und jetzt starten wir mit den Übungen. Los geht's! Wie vor jeder sportlichen Übung sollte man natürlich auch die Finger und Hände aufwärmen. Die erste Übung, was wir machen, beginnt alle Ringe runter, die wir haben, und dann wärmen wir mal die Hände auf. Schön aneinander reiben. Du merkst, dass die Handflächen warm werden. Schön aneinander reiben. Komm auch mit. Die Übungen kannst du gleich mitmachen, 1:1. Schön reiben dran. Da werden die Handflächen richtig schön warm. Ist jetzt in der Jahreszeit ja auch nicht halt so ungeschickt, wenn sie ein bisschen wärmer werden. Ruhig atmen dabei, ganz wichtig. Ja, jetzt werden sie warm, die Hände. Dann kannst du übergehen, die Hand ein bisschen zu massieren, so wie wenn du Creme einreiben würdest. Schön die Finger durch massieren. Daumen auch. Wenn du im Daumen Probleme hast, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Einfach aufs i klicken, da kommst du direkt zu dem Video. Schön durchmassieren. Dann hast du wieder, wie wenn du waschen würdest, die Hand schön warm machen damit. Reiben wir noch einmal. Noch einmal. Nächste Übung. Gehen wir die Ellbogen raus, dann machen wir auf und wieder zu. Das sind ganz einfache Übungen, die du auch mitmachen kannst. So wärmt man die Finger und die Hände auf. Wenn du rauf gehst, schön die Finger spreizen. Schön auseinander spreizen. So werden deine Finger und deine Hände wieder funktionstüchtig. So, jetzt gehen wir die Ellbogen und Unterarme zusammen, verschränken die Hände und jetzt kreisen wir einen Achter. So kriegen wir Mobilisierung zusammen in den Handgelenken. Richtung. Das kann
kann schon anfangen, dass die Handgelenke schmerzen auf der Tastatur, also wenn du viel umeinander tipseln musst. Richtung. Und immer einseitige Arbeitsvorgänge machen musst, ist das klar, dass die Hände irgendwann anfangen zum Wehtun. So. Jetzt haben wir die Unterarme auch gleich ein bisschen mit aufgewärmt. Die Handgelenke haben auch eine tolle Schwere reinbekommen. Mal hin und her. Geben die Ellbogen auf die Seite und kreisen dann noch einmal. Schön locker kreisen, andere Richtung kreisen. Sodass wir schöne Schmiere reinbekommen. Toll wäre es, wenn du gleich mitmachst. So, jetzt gehen wir die Hände zusammen, spreizen mal die Finger ab und jetzt kreisen wir die Daumen. Ich zeige das einmal. Zuerst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Komm auch mit, auch du kannst die Übung. Ganz locker kreisen. Und andere Richtung. Jetzt haben wir den Daumen und jetzt machen wir das mit dem Zeigefinger. Vorsicht! Eine tolle Koordinationsübung, gleich in die andere Richtung. Machen wir das so 20 Sekunden. Jetzt probieren wir das mit dem Mittelfinger, Vorsicht. Schön kreisen. Nicht so einfach. Und andere Richtung. So wieder aneinander. Und jetzt machen wir das mit dem Ringfinger. Nicht so leicht. Ja. Schön hin und her. Das machen wir jetzt dann auch mit kleinen Finger. Schreib mir in die Kommentare, ob es bei dir auch so schwer geht mit den Ringfinger. Würde mich interessieren. So, gut. Jetzt strecken wir die Arme aus. Schau, dass deine Schultern unten bleiben. Daumen rein und Finger auseinanderspreizen. Schön auseinanderspreizen. Mach das ca. 20 Mal. Schön auseinanderspreizen. Wenn das mit dem Daumen nicht funktioniert, also falls dich der Daumen schmerzt, dann mach eine normale Faust. Falls du Daumenprobleme hast, habe ich ein Video gemacht, hier verlinkt. Dann schau dir bitte dieses Video zuerst an. Ruhig atmen dabei. Schön auseinander spreizen die Finger.
3 und so, jetzt dehnen wir die Finger. Du gehst mit der einen Hand rein und versuchst, die Finger auseinander zu spreizen. Schön auseinander spreizen. Das machen wir jetzt bei jedem Finger. So, andere. Schön rein und ein bisschen auseinander drücken. Zwickt es da ein bisschen. Halt so 20 Sekunden, 30 Sekunden und kleiner Finger. Schön auseinander drücken. Und das machen wir jetzt bei der anderen Hand auch. Schön dazwischen gehen, schön auseinander spreizen. Schön auseinander drücken. Komm auch mit, du schaffst das auch. Interessieren dich solche Videos, dann bitte abonniere diesen Kanal oder teile diese Videos. So. Wie gesagt, zwischen 20 und 30 Sekunden halten. Schön auseinander zwicken. Finger noch, den Ringfinger. Wenn du Fragen zu irgendwelchen Übungen hast, dann schreib es ganz einfach in die Kommentare bitte. Und ausschütteln. Gut, jetzt Ellbogen hoch und die Finger zurückbiegen, sodass du da ein bisschen Spannung drinnen hast. Schön ein wenig halten. Auch wieder so 20 bis 30 Sekunden. Schön halten. Ruhig atmen dabei. Versuch bei jedem Atemzug ein wenig den Druck zu erhöhen. So. Ausschütteln und andere Hand. Schön rüberdrücken. So kriegen wir schöne Dehnung rein. Die Hand in die Handgelenke. Und ausschütteln. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt helfen mit den Fingern. Deine Finger sind jetzt gestärkt für den nächsten Tastaturmarathon im Büro. Und hat dir das Video gefallen? Lass einen Daumen hoch da, abonniere diesen Kanal, somit verpasst du keine spannenden Workouts mehr von mir und freue mich bis zum nächsten Video, Ludwig, dein Body Vital Trainer. Ah, hier werden noch ein paar Videos für dich.